paar mitgereiste Fulda-Fans haben wir eben auch schon gesehen. Also das ist der Rahmen für einen gelungenen 7. Spieltag hier im Kasseler Aue-Stadion. Der Schiedsrichter gibt das Spiel frei. Der Ball rollt im Aue-Stadion. Die Osthessen von rechts nach links im ersten Durchgang. Sitzt durchaus vorne mit einschalten. Natscha hat jetzt ein bisschen Platz da mal. Flanke nicht ideal. Jones, bekommt er den Ball irgendwie unter Kontrolle. Immer noch Jones, jetzt macht das zu kompliziert. Nochmal Jones und jetzt ist er drin. Und der Schleicher trifft. 1-0 mit ein bisschen Glück, aber Treffer zählt. Sensationelles Tor von Jones, der da den Körper reinstellt und alles richtig macht. Ein bisschen Glück hat, aber das brauchst du eben auch als absoluter Torjäger. Trifft zum 3. Mal in dieser Saison. Noah Jones, ganz zur Freude der Löwenfans hier auf der Tribüne und natürlich auch ganz zur Freude des Trainers Tobias Damm. Wir schauen natürlich auch gleich nochmal auf dieses tolle Tor von Noah Jones, das hier die Führung für den KSV Hessen-Kassel besorgt. Karte. Oh, der kommt gefährlich. Köhl, Platz auf dem linken Flügel. Guter Ball, Göbel, Göbel! Und dann haben sie Pech. Jetzt Platz draußen für Köhl auf der linken Seite. Schussmöglichkeit, Schuss kommt, Langhoff kann ihn nicht festhalten, 1-1. Der erste richtig große Patzer vom neuen Keeper der Löwen. Und das ist der Ausgleich. Keine echte Torchance, ist aber trotzdem drin. Ja, das kommt jetzt hier nicht so ganz gut an vor der Tribüne im Stadion der Löwen, wenn Petö sich da versucht feiern zu lassen vor der Haupttribüne. Iksal. Toll gemacht. 4 Platz jetzt für Alex Miesbach auf der linken Seite. Legt sich den Ball diesmal nicht auf den rechten. Kopfball! Gößweiner schon in der Box. Iksal. Oh, Iksal muss ein Abspiel finden. Klasse gemacht. Najar vielleicht jetzt nochmal. Najar legt sich den Ball auf den rechten. Knapp vorbei. Nächste Chance für den KSV. Das natürlich kann. Mea, der kommt gut. Gößweiner, Tor für den KSV. Mit Ansage. Und da muss ein Torjäger stehen. 2. Saisontor für Thomas Gößweiner. Ideale Freistoßposition für Alban Mea. Und da kann es nur gefährlich werden. Thomas Gößweiner. Der das dann ausnutzt, den Dusel da in der Hintermannschaft der Barockstadt. Erneute Führung für die Löwen. Und wieder ist es Thomas Gößweiner. Plus Nachspielzeit. KSV geht früh drauf. Stark gemacht, Stendera, Gößweiner. Oh, Riesenparade von Zappico. Es gibt Elfmeter. Gelassen. Sein Gegenüber Samuel Zappico. Schiedsrichter gibt den Ball frei. Alban Mea. Und er verfehlt. Das ist nicht die Entscheidung. Ah, Zweikampf erstmal im 16er verloren. Langhoff muss daran. Und das Spiel ist vorbei. Der KSV Hessen-Kassel gewinnt dieses Hessen-Duell gegen die Barockstadt. 2. Niederlage für Fulda in der Saison.